einen Europapokalsieg hatte am 12. Mai 1981 wohl niemand gedacht. Werder Bremen spielte noch in der zweiten Bundesliga. Letzter Spieltag. Werder musste in Oldenburg gewinnen, um aufzusteigen. Am Ende jubelten die Fans und Otto Rehhagel. Der erste Torschütze in Oldenburg hieß Norbert Siegmann. Noch in der ersten Halbzeit erhöhte Norbert Meyer auf 2:0. Endstand in dieser Begegnung 3:1 für Werder. Nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit war Grün-Weiß wieder ganz oben mit dabei. Die Stimmung bei der Aufstiegsfeier hielt sich in Grenzen. Irgendwie hatten die meisten wohl mit dem Aufstieg gerechnet. Aber Otto Rehhagel trank ein einziges Mal ein Bier vor laufender Fernsehkamera. In die Bundesliga-Saison 81-82 startete Werder famos. Am 8. August 1981 gelang in Mönchengladbach der erste Bundesligasieg. Benno Möhlmann, der Torschütze zum Endstand, zum 4:2. Werder mit einem voll motivierten Trainer schlug als Aufsteiger den Meister, den Hamburger SV und den Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Der Finne Pasi Rautiainen markierte mit seinem Treffer zum 2:1 den Sieg über Eintracht Frankfurt. Der UEFA-Cup-Platz wurde mit einem anschließenden 4:2-Erfolg in Stuttgart gesichert. Die Überraschung war perfekt, der Aufsteiger hatte einen UEFA-Cup-Startplatz. Die Mannschaft hatte Großes vollbracht. Aber dem Präsidium und dem Trainer waren klar, dass neue Spieler an die Weser mussten, um im internationalen Geschäft zu bestehen. Nachdem bereits Frank Neubart von Hamburg nach Bremen wechselte, erwiesen sich die Verpflichtungen von Wolfgang Sittger und Rudi Völler als ein Glücksgriff. Im ersten UEFA-Cup-Spiel nach dem Wiederaufstieg gelang es den Bremern, den Armeesportclub aus Frankfurt an der Oder auszuschalten. Torschützen damals Uwe Reinders und kurz danach auch der neue Rudi Völler. Nachdem in der zweiten Runde die Elf von Borlänger ausgeschaltet worden war, wartete im Achtelfinale der erste dicke Brocken auf den SV Werder. Die Schotten von Dundee United. Die hatten schon das Hinspiel gewonnen und gingen auch beim Rückspiel an der Weser in Führung. Werders junge, international noch unerfahrene Truppe kämpfte aber aufopferungsvoll. Und wahrhaftig, Rudi Völler gelang in der zweiten Halbzeit noch der Ausgleich. Werder warf nun alles nach vorne. Ein zweites Tor und es hätte Verlängerung gegeben. Aber mit Geschick und Glück verteidigten die Schotten ihre Führung. Thank you.
Dennoch durfte in diesem Jahr in der Bremer Stadthalle gefeiert werden. Im zweiten Bundesliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg gelang Werder die Vizemeisterschaft. Ganze 8 Tore Vorsprung hatte am Ende der Hamburger SV vor den Grün-Weißen, bei dem Rudi Völler mittlerweile zum Goalgetter Nummer 1 aufgestiegen war. Auch dank seiner Tore spielte Werder in der Saison 83-84 wieder im UEFA Cup. Gegner Nummer 1, die Schweden von Malmö FF. Durch Tore von Bruno Petzai und Wolfgang Sittger gelang ein 2:1-Sieg und damit der Sprung in die zweite Runde. In jener zweiten Runde gab es für Otto Rehhagel und Werder aber ein jähes Erwachen. Erneut war Werder eine DDR-Mannschaft zugelost worden. Und die 0:1 Auswärtsniederlage beim 1. FC Lok Leipzig vermochte Werder zu Hause nicht mehr zu korrigieren und schied damit überraschend gegen die Sachsen in der zweiten Runde aus. Werder konzentrierte sich nun voll auf den DFB-Pokal. Am 1. Mai 1984 stand die Mannschaft auf dem Bökelberg im Halbfinale. In einer hektischen und dramatischen Partie unterlagen die Werderaner jedoch der Borussia. Dabei hatte Werder das Kunststück fertiggebracht, einen 1:3 Rückstand in eine 4:3 Führung zu verwandeln. Die Freude währte jedoch nur bis zur 90. Minute. Praktisch mit dem Schlusspfiff musste Otto Rehhagel den Ausgleich hinnehmen. Der eingewechselte Hans-Jörg Kriens verhinderte mit seinen Treffern in der 90. Minute und in der 107. Minute Werders Einzug ins Pokalendspiel. Gladbach gewann mit 5:4. Ein halbes Jahr später, Herbst 84, von Journalisten umringt, der tragische Held aus den UEFA-Cup-Begegnungen mit dem RSC Anderlecht, Wolfgang Sittger. Werder hatte das Hinspiel in Belgien mit 0:1 verloren, aber eine Wende schien sich anzubahnen. Wolfgang Sittger zum ersten, Elfmeter zum 1:0. Minuten später Sittgers zweiter Auftritt, 2:0. Der Favorit schien bezwungen, doch kurz vor Schluss unterlief Werder ein Eigentor. Sittgers dritter Streich und das Europacup aus in Runde 1. Dennoch gab es auch nach der Saison 84-85 Anlass zum Feiern. Der SV Werder hatte zum zweiten Mal hintereinander die Vizemeisterschaft errungen. Werder schoss in diesem Jahr mehr Tore als alle anderen Mannschaften. 87 Treffer in 34 Spielen. Wir haben im Grunde genommen, wenn ich das so sagen will, dass wir mit unseren Möglichkeiten immer noch den Bayern einigermaßen Paroli geboten haben. Das ist wirklich eine echte Sensation. Wir haben im Grunde genommen für unsere Möglichkeiten viel zu gut gespielt. Denn niemand fragt, ja. Werder gegen Bayern, der Zweikampf der 80er Jahre. Beim Auswärtsspiel am 23. November 85 in München wurde Rudi Völler von Klaus Augenthaler so brutal gefoult, dass Werders Torschütze vom Dienst ein halbes Jahr aussetzen musste. Das ist natürlich für einen
sagen wir, einen Fußballverrückten wie mich eines der schlimmsten Sachen, die es gibt, halt ohne Ball zu arbeiten und nur ganz alleine im Wald rumzulaufen. Rudis Comeback, ausgerechnet wieder gegen die Bayern und ausgerechnet in jenem tragischen Spiel, das Werder den Meistertitel 85-86 kostete. Zigtausende warteten auf dem Domshof auf einen Sieg über den FC Bayern München, der die Meisterschaft hätte bringen können. Und als dann Sören Lerby mit der Hand an den Ball ging und der Schiedsrichter Elfmeter pfiff, hatte Michael Kutzop die zweite Meisterschaft nach 1965 auf dem Fuß. Werder blieb wieder nur die Vizemeisterschaft, die dritte nach dem Wiederaufstieg. Im Europacup hatte Werder bereits erneut in Runde 1 die Segel streichen müssen. An der Mannschaft von Chernomorets Odessa scheiterte Werder aufgrund der Auswärtstore-Regel. Odessa gelangen in Bremen 2 Tore, Werder hatte dort nur einmal getroffen, aus in Runde 1. Ein Jahr später, September 86. Werder empfing Atletico Madrid. Das Hinspiel hatten die Grün-Weißen mit 0:2 verloren. Zu Hause erzwang Werder durch Tore von Neubart und Meier jedoch eine Verlängerung. Aber Salinas Treffer zum 2:1 in der Verlängerung bedeutete wieder das Europacup aus in Runde 1. Zum dritten Mal hintereinander. Fassungslosigkeit an der Weser. Es sollte wieder nicht sein. Otto Rehhagel wird es auch, ich glaube, mit dem Verstand wohl kaum begreifen können, dass ausgerechnet er und seine Mannschaft immer in der ersten Runde aus dem Europapokal ausscheiden muss. Werder hatte, sportlich gesehen, nach der Saison 86-87 ein weiteres Handicap zu verkraften. Rudi Völler, längst Deutschlands Lieblingsstürmer, verließ den Verein gen Rom. Besorgt fragten die Journalisten, was wird aus Werder? In der Meisterschaft kam Werder nur noch auf Platz 5 ein und verlor sogar ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:7. Und dann verließ auch noch Rudi den Club, den hier alle ins Herz geschlossen hatten. Das Werder-Präsidium musste handeln. Ein damals noch fast unbekannter Karl-Heinz Riedle wechselte von der Spree an die Weser. Es ist völlig irrelevant, was wir für Herrn Riedle ausgeben. Wichtig ist, dass unser Trainer uns gesagt hat, und dem haben wir unser Vertrauen in dieser Frage gegeben, einen Stürmer zu besorgen. Sicherlich kein Nachfolger von Rudi Völler, denn die Menschen kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das eine ist Völler, der geht für viel Geld nach Italien. Und jetzt kommt ein junger Mann, 21 Jahre. Und der kam in eine Mannschaft, die im Herbst 1987 begann, Europapokalgeschichte zu schreiben.
Rückspiel gegen Spartak Moskau. Das Hinspiel hatte Werder in Moskau mit 1:4 verloren. Werder gegen Spartak, das erste Wunder an der Weser. Zweimal Neubart und Ordenewitz erzielten bis zur Pause bereits die 3:0 Führung. Aber nach dem Wechsel kamen die Russen im Nebel auf 1:3 heran. Wieder hielt Werder gegen Gunnar Sauer und das 4:1 und damit Verlängerung. Karl-Heinz Riedle, dem Neuen aus Berlin, gelang ein vorentscheidender Treffer zum 5:1. Kurze Zeit später erhöhte Burgsmüller gar auf 6:1. Werder hatte das Unglaubliche geschafft, auch wenn Moskau noch ein zweiter Treffer gelang. Im Achtelfinale war erneut eine Mannschaft aus der ehemaligen UdSSR Werders Gegner, Dynamo Tiflis. Der Heimspielsieg geriet in Tiflis in Gefahr, nachdem die Georgier in Führung gegangen waren. Kurze Zeit später erkannte der Schiedsrichter ein Werder-Tor ab. Thomas Schaaf war es schließlich, der mit seinem Tor Werder ins Viertelfinale köpfte. Und da, im Viertelfinale, hieß der Gegner Hellas Verona. Frank Neubart gelang im Hinspiel ein vorentscheidendes Auswärtstor, 1:0. Das Rückspiel auf dem durchtränkten Rasen des Weserstadions endete 1:1. Werder ging in Führung. Verona konnte nur noch ausgleichen. Werder stand im Halbfinale des UEFA Cups. Aber ausgerechnet an der Bundesligamannschaft von Bayer Leverkusen scheiterte Werder im Halbfinale. Alois Reinhardts Tor war der einzige Treffer in beiden Begegnungen. Werder hatte das UEFA-Cup-Endspiel 1988 verpasst. Aber noch ein zweites Finale ging 88 flöten. Die Mannschaft von Otto Rehhagel unterlag im DFB-Pokal zu Hause Eintracht Frankfurt mit 0:1. Das zweite Endspiel futsch, auch weil ein Werder-Tor kurz vor Schluss nicht anerkannt wurde. Und dennoch, auch wenn Werder zwei Finalchancen verpasst hatte, war 1988 eines der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Die Meisterschale wurde nach Bremen geholt. Nach dem 1:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt war am 3. Mai 1988 die zweite Meisterschaft perfekt.
Dementsprechend großer Bahnhof bei der Meisterfeier auf dem Domshof. Saison danach, Alltag nach der Fete. Die Ansprüche waren allerdings gestiegen. Bei der gewonnenen Meisterschaft ist es problematisch. Dann gibt es mental vielleicht einen kleinen Abfall, aber die Mannschaft hat doch in den meisten Spielen gezeigt, dass sie immer bereit ist, für ihr Geld oder für das Geld, das die Zuschauer eben bezahlen, Leistung zu bieten. Vor allem im Europapokal sorgte Werder wieder für Furore. Das Spiel gegen die Ostberliner Mannschaft BFC Dynamo ging als das zweite Wunder von der Weser in die Europapokalchroniken ein. Werder hatte in Berlin mit 0:3 verloren und dann hier im Weserstadion mit einem 5:0 Erfolg das Blatt doch noch gewendet. Otto Rehhagel und die Mannschaft hatten zum zweiten Mal bewiesen, dass sie im internationalen Geschäft zu wahren Wundertaten in der Lage sind. Leider blieb im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister ein weiteres Wunder aus. Werders Gegner war die schier übermächtige Elf des AC Mailand. Im San Siro-Stadion hätte Werder mindestens ein Tor schießen müssen, um ins Halbfinale zu kommen. Stattdessen aber wurden die Gastgeber mit einem Elfmeter beschenkt. Werder verlor unglücklich und schied im Viertelfinale aus. Dennoch durfte der Manager im Sommer 89 zu einem Endspiel rüsten. Werder hatte das DFB-Pokalfinale erreicht und ging in Berlin gegen die Dortmunder auch in Führung. Die Borussen erwiesen sich aber als die clevereren Fußballer und konterten Werder klassisch aus. Endstand in Berlin 4:1 für Dortmund. Werder musste 1989 den Pokal anderen überlassen, genau wie auch ein Jahr später, 1990. Erneut stand Werder im Endspiel und erneut verloren die Grün-Weißen. Der erste FC Kaiserslautern holte den DFB-Pokal dank eines 3:2 Endspielerfolges.
Damals bestritt Manni Burgsmüller sein letztes Spiel für den SV Werder. Der große Erfolg blieb Werder in der Saison 89-90 versagt, obwohl die Mannschaft im Europacup erneut für Furore gesorgt hatte. Unvergessen die Spiele gegen den SSC Neapel. Dem 3:2 Auswärtserfolg in Neapel folgte am 4. Dezember 1989 die Demontage der Neapolitaner im heimischen Weserstadion. 5:1 für Werder. In dieser Saison 89-90 drang Werder bis ins Halbfinale des UEFA-Cups vor, um dort in einem denkwürdigen Auswärtsspiel beim AC Florenz zu scheitern. Flaschen flogen und Torwart Oliver Reck wurde sogar tätlich angegriffen. Beeindruckt von dieser hektischen Atmosphäre schaffte es Werder nicht, das notwendige Auswärtstor zu schießen. Zum zweiten Male nach 1988 kam im Halbfinale das Europacup aus. Das war heute keine Werbeveranstaltung für den Fußball, sondern das sollte man auch als Italiener ganz schnell abhaken. Das war keine Werbung für den Fußball. Ein Jahr später, Willi bekam von Otto den Pott aufgesetzt. Endlich! Werder hatte es geschafft, deutscher Pokalsieger 1991. Unvergessen das Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt mit dem Helden des Spiels, Winton Rufer. Drei Tore schoss Rufer im Halbfinale gegen die Hessen. Drei Tore beim sensationellen 6:3 über Eintracht Frankfurt. Winton Rufer hatte maßgeblich den Weg für Berlin geebnet. Und zum dritten Mal nach dem Wiederaufstieg stand Werder in einem DFB-Pokalendspiel. Zigtausend Bremer hatten Werder nach Berlin begleitet. Und für Werder lief das Spiel zunächst nach Plan. Dieter Eitz brachte Bremen gegen den 1. FC Köln zunächst in Führung. Köln hielt aber gegen und kam durch Maurice Banach zum Remis.
Die notwendige Verlängerung brachte keine weiteren Tore und also musste ein Elfmeterschießen über den Pokalsieg entscheiden. Und in jenem Elfmeterschießen hatte Werder die besseren Nerven. Zuerst hielt Oliver Reck ein Kölner Elfmeter. Und dann traf Uli Borowka zum alles entscheidenden 4:3. Nach der Meisterschaft 1988 zahlte sich die kontinuierliche Arbeit des Vorstandes von Werder Bremen zum zweiten Male aus. Der Pokalsieg 1991 ohne Frage ein Erfolg der Mannschaft, aber auch ein Erfolg des Vorstandes vom SV Werder Bremen. 10 Jahre gesunde Vereinsarbeit wurden zum zweiten Male mit einem Titel honoriert. Zweifellos auch der Verdienst des Managers, der wie kein anderer den Verein in der Öffentlichkeit präsentiert. 1981 stürzte sich Lemke als Politiker ins Abenteuer Fußball. Der SV Werder Bremen, mittlerweile ein Stück Lebenswerk von Willy Lemke. Willy ist beim SV Werder der Chef guter Werbeideen. Seit 11 Jahren außerdem der Mann fürs Geld. Lemkes größter Traum ist noch heute ein vollständig überdachtes Weserstadion. Willy Lemke, ein Manager, den mittlerweile jeder kennt. Der schöne Willy, der ist mein Ideal. Der schöne schön wie Willi, mein Willi ist keiner und auch nicht einer so charmant. Er hat für die Mannschaft und für den Trainer alles getan. Man kann ihn Tag und Nacht anrufen. Er ist immer da, ist ein sehr intelligenter Mann, der blitzschnell schalten kann. Natürlich gibt es hier und da kleine Reibungspunkte, das ist ganz klar, weil Willi ist immer explosiv und immer vorne weg. Und manches Mal haben wir ihn etwas bremsen müssen, aber insgesamt sind wir mit Willi hochzufrieden. Willy Lemke. Noch denkt er nicht ans Aufhören, obwohl im Verein schon darüber gesprochen wird. Wir haben schon drüber gesprochen. Angefangen mit Überlegungen zurück in die Politik, Überlegungen in die Wirtschaft. Aber er ist im Moment noch so fasziniert von seiner Tätigkeit, das merkt man ja auch durch seine Kreativität, die nicht nachlässt, dass das zurzeit kein Thema ist. Aber ein solcher Mensch wie Willy Lemke, ich schließe das nicht aus, dass er nochmal was anderes versuchen will. Ich kann nicht sagen was, aber ich schließe das bei ihm nicht aus, aber das Ende ist nicht absehbar. Und das Aufhören wird schwerer fallen nach dem größten Erfolg des SV Werder Bremen in seiner Vereinsgeschichte. Europacup-Sieg im Mai 1992. Der SV Werder Bremen erreichte endgültig den europäischen Fußballgipfel. Ein Europacup-Sieg, den der SV Werder Bremen nach begeisternden Vorrundenspielen errang. Station Nummer 1, Bacau. Insgesamt 11 Tore schossen die Grün-Weißen gegen die durchschnittlich 20 cm kleineren Rumänen. 6:0 hieß es in Bacau und 5:0 zu Hause. Werder Bremen gewann in Rumänien aber nicht nur das Spiel,
sondern auch Freunde. Der Verein hatte in Zusammenarbeit mit den Werder Fanclubs kleine Überraschungen für die notleidenden Kinder von Bakau mitgebracht. In der zweiten Runde wartete die ungarische Vertretung von Ferencváros Budapest auf Werder Bremen. Im Weserstadion gelang ein denkbar knapper 3:2 Erfolg. Vielleicht lag es daran, dass Werder ausnahmsweise mal in Rot spielte. . 3:2 zu Hause, 1:0 in Budapest. Die nächste Runde war dennoch erreicht. Viertelfinale. In Istanbul wurde ein Spiel ausgetragen, das man hätte gar nicht anpfeifen dürfen. Glück für Werder, dass es dennoch geschah. Denn das 0:0 sicherte den Einzug ins Halbfinale. Bereits in Bremen hatte Werder die Türken in der Schlussphase mit 2:1 niedergerungen und somit die Weichen fürs Halbfinale gestellt. Dort, im Halbfinale, hatte sich der SV Werder mit der belgischen Mannschaft vom FC Brügge auseinanderzusetzen. Beide Spiele wurden von Zuschauerkrawallen überschattet. Was sportlich aber zählte, war der 2:0-Erfolg im heimischen Weserstadion, der die 0:1-Niederlage von Brügge mehr als wettmachte. Manfred Bockenfeld schoss Werder ins Finale. Dann das Endspiel gegen den AS Monaco in Lissabon. Aber angezeigt. Otto Rehhagel stand vor seinem größten Triumph in seiner Trainerkarriere. Das 1:0 erzielte Klaus Allofs. Und fürs zweite Tor sorgte Winton Rufer. Obwohl damit schon eine Vorentscheidung gefallen war, herrschte auf der Tribüne immer noch die helle Aufregung. Und wahrhaftig, spätestens als Dieter Eils in der 75. Minute einen Kopfball von der Linie holte, war klar, der SV Werder Bremen hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Alles klar. Am 6. Mai 1992, kurz nach 22 Uhr, hatte Werder den Europapokal sicher. We want the cup, we want the cup, we want the cup. Thank you.
Ich denke, das ist die Krönung einer 11-jährigen Arbeit. Wir haben ja hier mal in der zweiten Liga begonnen. Und wenn man jetzt die Zeit Revue passieren lässt, dann muss ich sagen, dass es für einen Trainer ja, und für den Verein eine sehr erfolgreiche Zeit war. Von der Otto Rehhagel wohl nicht zu träumen wagte, als er 1980 zum SV Werder Bremen stieß. Damals wie heute ist Otto Rehhagel als prinzipienfester Mensch mit Fußball-Sachverstand bekannt. Damals wie heute kauft Otto Rehhagel am Morgen seine Zeitungen, um sie dann in einem Bremer Kaffeehaus zu studieren. Fast logisch, dass sich ein Fußballprofi wie Otto Rehhagel in all den Jahren auch über so manches geschriebene Wort oder manches Foto ärgerte. Dass ich zum Beispiel Anti-Alkoholiker bin, dass ich noch nie in meinem Leben gefehlt habe, dass ich immer gesund bin und dass ich ein sehr harter Arbeiter bin, das will ja keiner wissen, nicht wahr? Also die wollen immer irgendeinen Blödsinn von mir hören. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine andere. Ich bin anders als die anderen, einzigartig like a star, der sich aus der Menge abhebt, unverwechselbar. Otto Rehhagel hat sich wie kein anderer Trainer der Bundesliga in all den Jahren im harten Profigeschäft behauptet. Der SV Werder Bremen weiß, dass Meisterschaft, Pokal und Europacup-Sieg maßgeblich auch Erfolge des Trainers sind. Er ist vielleicht etwas noch ruhiger, noch bedächtiger, noch überlegter. Er ist, so würde ich das sagen. Nicht? Aber im Prinzip hat er sich überhaupt nicht verändert. Jedes Mal, ich weiß immer noch, wenn eine neue Saison anfängt und er aus dem Urlaub wiederkommt und wir uns 3-4 Wochen nicht gesehen haben und das erste Gespräch ist wieder da, da ist wieder dieses gewisse Knistern um ihn herum. Nicht? So wie das vor 10 Jahren auch war. Nicht? Insofern würde ich sagen, er hat sich kaum verändert. Der SV Werder Bremen 1992. Der Verein steht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Präsidium und Trainer führten die Traditionen des Vereins aus den 60er Jahren erfolgreich fort.